Herr Nimzu, es gibt die Patientenakademie. Was ist das? Krankheiten können jeden Menschen treffen, unvorbereitet. Und auch vor diesem Hintergrund haben wir im Jahr 2017 die Patientenakademie gegründet. Damit wollen wir Bürgern Krankheiten näher bringen, diese Krankheiten in den Grundzügen erläutern und sie einfach auch dafür sensibilisieren, wie sie bestimmten Krankheiten vorbeugen können. Wie sieht das Programm für dieses Jahr aus? Wir haben eine große Bandbreite von Themen, die reicht von Thema Hüftgelenke, Diabetes, Gehirn, Tumortherapie und beispielsweise auch, wie tickt ein Krankenhaus, was passiert, wenn Patienten aufgenommen und entlassen werden. Wo findet denn die Patientenakademie statt? Die Patientenakademie findet ausschließlich in der Asklepios Harzklinik in Goslar statt, Kösliner Straße Nummer 12 im zweiten Stock, in der Ärztebibliothek, einmal im Monat um 18 Uhr. Diese Plakate hängen überall und erklären nochmal Themen und Datum. Warum machen Sie überhaupt die Patientenakademie? Asklepios versteht sich auch als Gesundheitsbegleiter der Menschen. Das heißt, wir wollen Menschen nicht nur versorgen, wenn sie in der Klinik sind, sondern wir wollen sie begleiten mit Tipps, mit Ratschlägen vor, während und nach dem Klinikaufenthalt. Deswegen die Patientenakademie. Wo bekomme ich mehr Informationen? Das ausführliche Programm finden Sie bei uns auf der Homepage und in diesem Akademiepass. Der wird verteilt hier in der Klinik und in der ganzen Region, in vielen Geschäften und unter anderem auch im Kreishaus.